Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice, so heißt das Spiel hier. Und seit der letzten Folge, ich habe gesagt, ich will immer so die paar Bosskämpfe, auf die ich Bock habe, will ich euch zeigen oder die will ich aufnehmen. Und seit der letzten Folge habe ich deswegen schon ein bisschen was gespielt. Ich bin ganz gut ausgerüstet mittlerweile. Ich habe eine geladene Axt als Prothesenmodul. Ich habe ein Flammenrohrteil. Ich habe schon ganz, ganz viele Kampfkünste und Fähigkeiten. Das seht ihr hier so ein bisschen. Also das ist so für alle, die Sekiro selber spielen, das ist so der Stand der Dinge gerade. Also ich bin, glaube ich, so 10 Stunden drin ungefähr. Und habe immer so an den Bossen vorbeigekämpft, weil ich war so im Flow und ich wollte zocken, zocken, zocken und wollte irgendwie gerade nicht aufnehmen. Aber jetzt, Leute, habe ich jemanden gefunden, den ich am Anfang unbezwingbar fand. Und habe ich mich einmal gestellt und habe es gecheckt. Und ich glaube, ich kann ihn besiegen. Also ist, wenn ich das hier First Try schaffen sollte, ist es nicht wirklich First Try. Aber für die Aufnahme kriegen wir das vielleicht in First Try hin. So, da kommt nämlich gleich jemand. Seht schon, ne? Schaut ihn euch an. Gyobi Oniwa! Gyobi Massacre. Genau, wir wollen da durch halt, ne? Und da ist Nebel. Überall, wo Nebel ist, kann man nicht durch. Und ich habe die ganze Zeit versucht, den Typen auszuweichen, bis ich gemerkt habe, ey, ich kann darauf parieren. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Also. Schauen wir jetzt an den Fitten. Man denkt immer, Alter. Riesiges Schwert. Okay. Also, ich muss wirklich reinkommen. Ich war, das Wochenende konnte ich nicht zocken. Alter. Ich muss schon die Ausreden, ihr merkt schon. Ich konnte wirklich nicht zocken. Weil ich in Berlin war, bei einem Nike Design Workshop. Ob ihr es glaubt oder nicht. Also von Nürnberg nach Berlin praktisch. Ah, okay. Okay, ich muss wirklich erstmal klarkommen hier. Oh, was gut wäre, auf jeden Fall der Flammenwerfer. Ich werde ihn mal einsetzen. Und der war gerade richtig schön gestunt. Okay. Also ich hatte so Angst, als ich dem begegnet bin zum ersten Mal. Wirklich. Ja, jetzt. Wow, das habe ich vergessen. Komm, saug dich ran mit deinem... Wow, was? Soll ich auferstehen? Ich komme auferstehen. Fuck it. Man kann immer aussuchen, auferstehen oder wiederbeleben. Ich muss wirklich erstmal reinkommen. Ja, genau. Bin mir noch ausgewichen. Boah! Schau mal, der hat diese riesen Peitsche ausgepackt. So. Dele, dele. Oh, schlag mich doch. Okay, sehr gut. Ach komm! Boah! Okay, da ist gleich meine Heilung futsch. Das wird jetzt witzig. Ich versuche noch ein bisschen ohne Heilung klarzukommen. Ich versuche mal das Leben runterzukriegen, sonst lohnt sich es gar nicht, das einzusetzen überhaupt. Okay, ich muss einsetzen, fuck it. Das habe ich geskillt, dass ich direkt angreifen kann, so Flammenwerfer. Nochmal. Scheiß außer Reichweite, ne? Fuck. Weil ich kann ihn nämlich auch damit stunnen, also dass man ihn in Brand setzt und das muss ich ihn zweimal treffen halt leider. Jetzt, Mann, halt doch die Rüstung, parier doch. Hier nicht pariert hat gerade, what the fuck. So, ein Leben down, ihr seht oben zwei rote Dinger, bedeuten zwei Leben. Ja doch. Okay, aufpassen. Wir haben nicht viel Leben, ne? Oh, der ist dumm. Er ist dumm. Ah, shit. Okay, komm. Genau, mach deine Drifts. Drifte ein bisschen rum. Wenn er mich einmal trifft, bin ich tot, ne? Was ist denn da? Mit seinem Pferd springe ich. Oh. Ich liebe das Gegnerdesign in Sekiro. Ich liebe alles in diesem Spiel. Wirklich, ich bin so verliebt. Saug dich ran, ne? Und Flammenwerfer. Nochmal Flammenwerfer, nochmal schnell, schnell, bevor er schlagen kann. Jawohl, er brennt, seht ihr? Jetzt brennt, jetzt kann ich ihn schön oft hitten. Ja, ich krieg dich noch. So. Okay, es war nicht First. Nicht. Egal, es war so oder so kein First Strike. Fuck it. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Oh, ich war greedy. Ich war greedy. Ich dachte, ich schaffe einen zweiten Move noch. Wow. Gut aus! Wir sterben, komm. Wobei. Doch, wir sterben. Komm, wir sterben. Ich sterbe freiwillig. Der macht mich wahnsinnig gerade. Und mein Name ist Wolf. Komm her.
Komm her, ich scheiß auf deinen Namen. So, schon habe ich einen Dreh hier durch. Ja, noch in seiner Introduction. Schau, warum wurde ich da gerade getroffen, ohne Schaden zu nehmen? Das macht keinen Sinn. Diese seine wilden. Wilden Attacken jetzt. Einmal hitten! Du musst doch parieren, Mann! So, jetzt mach deine. Er brennt, ich hab's nicht geschafft, sogar ich beabsichtigt. Ja, das ist gut, wenn das Pferd auffeult. Das war richtig schau. Ich habe kaum Leben verloren. Der Typ hat schon sein komplettes Life aufgebaut. So, mach deinen Drift, genau. Parieren, aufpassen. Ja. Jupp. Sing, 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 sing. Parieren, parieren. Parieren, pass auf. Und parieren. Und jetzt drauf. Drauf, 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 drauf. Parieren! Ah. Ich frage mich wirklich, wie man diese Schläge mit Sachen. Wie man die Schläge mit überhaupt auffallen kann. Ich meine, das ist so ein krassen Speer, den der da hat. Der erinnert mich so ein bisschen an Mulan, ne? An den Bösen aus Mulan. Ich hab ihn. So. Diesmal schaffen wir das. Diesmal schaffen wir das safe. Wenn ich ihn vorne treffe, heult das Pferd dann immer auf. Wenn ich das Pferd vorne, wo keine Panzerung ist, treffe, heult es dann immer auf. Das ist die Frage. Hier ist was. Planen wir nicht. Nee. Aber ich stand es auch nicht frontal davor. Wir probieren das gleich. Oh ja! No! Steh auf! Junge, steh auf! Oh Gott, es springt um wieder. Oh Gott. Ah! Nope! Nope! Oh, okay, ich muss mich heilen, bevor du mich... Pass auf. Okay. So, drifte nochmal bitte für mich. Zeig mir deine Moves, genau. Ja, nochmal hitten. Nochmal hitten. Er brennt. Perfekt. Nicht greedy werden. Hälfte des Lebens ist weg. Ah, der wird... Okay, das ist, jetzt, mein Gott, ey. Oh, was? Egal, oh, so viele Treffer auf einmal. Ach Gott, schaut mal, ich bin in der Kürbisflasche ausgerutscht. Es gibt eine Kürbisflasche gegen Feuer und es gibt eine, die heilt. Und ich bin aus Versehen auf diese Feuer-Ding gekommen. Dieser Drift hier nochmal für mich. Zeig mir deine Drifts, genau. Entzünd ihn nochmal. Kann man da runterfallen? Nee, ne? Ich hab noch eine Heilflasche. Also... muss ich jetzt einsetzen, ganz schnell. Boah, ich mag nicht, wo wir hier kämpfen. So, zeig mir nochmal deinen Drifts, bitte. Nee, nee. Könnte ich auch mal abstechen. Also mit so einem, oh ja. Heult auf, heult auf. Eigentlich wow, das ist so close, ey. Du musst wirklich... Ich bin zu weit weg, schade. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das ein Angriff war, oder... Ich würde das als Reflex gerade parieren. Jetzt habe ich ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Yes. Boah. Finale Torschlag. Ich muss nochmal drauf. Vergib mir. Wie gut, eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich die Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauses stellt. Mechanischer Lauf. Okay, ein mechanischer... Ich hab's gerade... lese ich für euch einfach nochmal kurz durch. Es ist scheinbar perfekt im Handgelenk der Shinobi-Prothese. Eine Verbesserung einfach. Aber was soll das sein? Kann ich meine... Ah, wie cool. Ach so, dieser Prothese, dieser Lauf, dieser mechanische Lauf ist für den Bildhauer. Der Bildhauer ist so ein alter Typ, den habt ihr euch in der ersten Folge am Ende gesehen. Der verbessert Prothesen. Und ich habe schon eine Verbesserung, aber die konnte der mir einfach nicht reinbauen, weil der dafür die Skills nicht hatte. Das machen wir jetzt natürlich nicht, weil ich... Ach doch, können wir hier sogar... Ich will mal sehen, wo es hier weitergeht jetzt. Boah, das war praktisch der erste Boss, den ich gemacht habe. Also der erste, es war jetzt kein wirklicher Boss, aber schon ein krasserer Zwischengegner.
Schaut mal, wie geil, ich kann die Angriffskraft steigern. Das ging vorhin auch nicht. Da. Das brauche ich. Was brauche ich dafür? Relikt Gyobo, eine Erinnerung an den Kampf gegen einen Stark. Okay. Habe ich das jetzt eingesetzt oder? Ah, ich habe es eingesetzt. War es jetzt dumm oder war das schlau? Auf jeden Fall habe ich jetzt bessere Angriffskraft. Angriffskraft 2. Okay. Ah, warte, ich muss noch rasten. Wir rasten mal eben. Dann gehen wir noch kurz hier rein, schauen uns das an, dann beende ich die Folge. Weil es gibt hier noch einen anderen Boss, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und den werde ich, glaube ich, im Let's Play zum ersten Mal so wirklich sehen. Ich weiß nicht, was mein... Ich spiele mit meinem Cousin immer so parallel so ein bisschen. Wir zocken da zusammen so nebenbei. Und er hat schon erzählt, okay, das ist ein komplett neues Gebiet hier. Und noch kurz über diese Brücke schauen, über diese Mauer schauen. Oh yes, neues Gebiet. Cool. Ja, Leute. Ich hoffe, ist das Game nicht wunderschön? Ich meine, wenn man nah hinschaut, so die Texturen sind gar nicht so krass, aber ich liebe die Landschaften, ich liebe die Designs, ich mag das Licht. So cool. Okay. Ich bedanke mich ganz sehr fürs Einschalten. Das war Gyobi irgendwas. Wie ist der Typ? Wir wissen, wie er hieß, damit ich nochmal alle Ehre erweisen kann. Wie ist der? Verdammt. Ich weiß es nicht. Der auf dem Ross. Der reitende Samurai. Haut rein, Leute. Bis dahin. Wir sehen uns hoffentlich demnächst bei einer neuen Sekiro-Folge. Nicht Dark Souls. Sekiro. Ciao.